Ja, E-Deckel könnte es geben. Die Deckel sind meiner Meinung nach meistens rechteckig. Meistens. Und dann machen wir auch noch einen drin. Und noch einen. Da sind meistens mehrere. Natürstopper. Ein Stück. E-Deckel 3. Willkommen zurück, Raumfahrer und Raumfahrerinnen, zu einem weiteren intergalaktischen Abenteuer auf meinem YouTube-Kosmos oder in meinem YouTube-Kosmos. Egal, heute geht es um Raum und Zeit. Aber es geht nicht um den Kosmos, es geht um Räume und Objekte und dazu noch Leistungspositionen. Und die wollen wir erstellen und auswerten. Und das seht ihr jetzt gleich im Video. Hier ist das Subject, das unterschieden wird vom Subpart. Ja, und was das auf sich hat, das seht ihr jetzt. Wir erzeugen uns erstmal irgendwelche Räume. In dem Fall nehme ich einfach mal hier einen Linoleumraum. Okay, ich fahre da jetzt einfach mal irgendwas ab. Flächensuche deaktiviere ich jetzt einfach mal. Ja, machen wir mal hier 5 Meter und hier 5 Meter runter und dann. Und beschriften jetzt einmal mit einem großen Raumstempel außen. Okay. Jetzt haben wir, wenn wir das uns anschauen in der Animation, dann haben wir hier verschiedene Räume, sieht man zweimal verschiedene Fußboden. Ja, ich habe jetzt keine Tür eingebaut oder sonst irgendwas, das ist mir jetzt ein bisschen egal. Und auch keine Gegenfläche. Darum soll es auch gar nicht gehen, sondern es geht ja eher um das Subject, was das kann. Das Subject ist folgendermaßen, das hole ich mir aus der Bibliothek raus und ich kann mir jetzt Objekte in Räume hinzufügen und die dann auswerten. Zum Beispiel könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich brauche jetzt ein Punktsymbol. Das bezeichne ich jetzt in dem Fall vielleicht einfach mal als Türstopper. Das wäre doch gut, oder? Türstopper, die könnte es ja geben. Mache ein Punktsymbol. Da kann man nur Farbe auswählen. Passt jetzt für mich alles. Und dann setze ich den Türstopper einfach mal in diesen Raum rein. Okay? Oh, das ist aber ein blödes Symbol. Machen wir mal die 2. Machen wir die 1. Und die 1 gefällt mir eigentlich fast besser. Was wären die 3? Letzter Versuch. Nein, vorletzter Versuch war das. Die 4. Ah, die 4 ist am besten. Okay, also wir machen einfach mal 2 Türstopper hier rein. Wo die liegen, ist mir jetzt eigentlich egal. Wäre natürlich toll, wenn die irgendwo in der Nähe vor der Tür liegen würden. Sagen wir mal hier. Und da unten ist auch nochmal eine Tür. Und da ist hier Türstopper. Könnte ja sein. Jetzt kann ich den zum Beispiel auch in andere Räume natürlich verknüpfen. Und da ist vielleicht nur eine Tür. Und hier haben wir einen Türstopper, hier haben wir einen, hier haben wir einen und hier haben wir einen. Und jetzt habe ich natürlich noch andere Sachen, die ich auswerten kann. Zum Beispiel Rechteck. Und ich kann mir immer auswählen, soll am Schluss die Stückzahl mit ausgewertet werden, Länge, Breite, Umfang oder Fläche. Natürlich kann ich das auch alles bearbeiten. Ich kann hier die Optik bearbeiten, die Transparenzschaltung oder die Rotation. Machen wir 45 Grad, sieht man, dreht sich das Ganze. Oder wir machen wieder 0. Hallo? Ach, hier unten haben wir 45 eingeben. Aber hier können wir natürlich auch 45 eingeben. So. Gehen wieder zurück auf 0. Ja, was gibt es noch? Es gibt Schienen anspachteln. Also braucht man eine Schiene, da mache ich jetzt eine Linie. Ich weiß jetzt nicht, wie lang die Schienen sind. Und da möchte ich die Stückzahl auswerten, ja oder nein. Wie lang ist die Schiene? Sagen wir mal 1 Meter. Und die Schiene, die ich anspachteln möchte, die ist hier drin zum Beispiel. Dann, oh, die habe ich aber jetzt nicht Schiene genannt. Das ist natürlich ein Verhängnis. Gut. Jetzt könnte ich noch irgendwas machen. Ich schaue mal schnell noch. Ich habe so eine Excel auf. Randstreifen. Randfunk, Türen verfugen. E-Deckel. Ah, E-Deckel. Ja, E-Deckel könnte es geben. Die Deckel sind meiner Meinung nach meistens rechteckig, meistens, und sind am Boden, da gibt es aber auch runde, sagen wir mal, die haben 0,25 auf 25, wir brauchen Länge, Breite, brauchen wir vielleicht den Umfang, und vielleicht die Fläche, ich weiß es nicht, ist egal, ich nenne es einfach E-Deckel und setze die hier in den Raum rein. Und dann machen wir auch noch einen rein. Und noch einen, da sind meistens mehrere.
Natürlich wären die in einer Reihe oder sowas, aber gut, das ist jetzt erstmal egal. Dann könnte man noch eine Matte oder sowas, eine Matte einfügen. Da brauchen wir vielleicht bloß die Fläche und nicht den Umfang. Dann sagen wir einfach mal eine Matte. Und dass die ein bisschen anders ausschaut, machen wir vielleicht hier noch eine andere Farbe rein. Machen wir hier, ja, so braun. Die machen wir jetzt hier rein, die Matte. Und zu guter Letzt, schließen wir das Ganze, haben wir einen Kreis, nein, einen Kreis haben wir noch nicht. Kreis könnte ja sein, dass man irgendwie eine Säule hat. Da schreibe ich jetzt einfach Säule. Und da brauchen wir den Umfang, die Fläche brauchen wir vielleicht nicht, weil die bloß vom Fußboden ausgespart wird. Machen wir mal 0,45, eine dicke, dicke Säule. Die machen wir rot. Und die setze ich Polygone pro Kreis, kann ich einstellen. Ich kann auch die Transparenz einstellen. Das passt mir aber so. Die setzen wir noch hier ein. Und hier setzen wir noch eine ein. Und hier zwei Stück. Gut, jetzt kommen wir endlich zum Ergebnis. Was kommt denn jetzt raus? Jetzt brauchen wir vielleicht noch einzelne Leistungen in den Räumen. Das können wir ganz gut über die Attribute ändern, erstellen. Da habe ich ein paar Alpha-Werte und Merkmale schon abgesetzt. Das heißt, ich kann jetzt hier einstellen, welche. Also, wir fangen von vorne an. Erstmal, was ist die Raumbezeichnung? Die Raumbezeichnung ist in dem Fall. Ja, wir sind im Kellergeschoss. Also, wir sind im Geschoss. Was haben wir im Keller hier? Ich bin halt im Teilbildkeller. Machen wir ja trotzdem EG draus. Gefällt mir besser. So, Alpha-Raum. Dann machen wir mal die Raumnummer 10. Und Funktion Rumpel kann man mal nicht. Wir sagen jetzt mal hier, das sind Büroräume. Und dann haben wir hier verschiedene Merkmale, was wir machen können. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, E-Deckel entfernen vielleicht, keine Ahnung. Und dann Schienen anspachteln. Okay? Die Schiene haben wir hier, aber da hier kann man keinen E-Deckel drin. Dann machen wir hier was anderes. Dann machen wir Säule ausschließen. Keine Ahnung. Anfugen. Säule anfugen. Vielleicht irgendwie sowas. Und dann mache ich jetzt einmal mal hier. Zack, das ist jetzt die Nummer 10, Büro. Und hier haben wir das ganze Ding drin. Wir können natürlich noch mehrere Alpha-Werte hinzufügen. Bis zu 20 Stück ist möglich. Müsste ich jetzt laden. Ach, ich mag jetzt gar nicht laden. Ich kann natürlich auch hier hinzufügen. Will ich aber jetzt gerade auch nicht. Ich lasse es jetzt einfach immer bei 2. Jetzt haben wir zum Beispiel hier die E-Dosen drin, glaube ich. E-Dosen versetzen. Um Gottes Willen. Und dann noch Türstopper entfernen. Weiß nicht, kann er sein, oder? Und dann sagen wir halt, hier ist das halt eine andere Nummer und hier haben wir das unter der Nummer. Und das ist auch EG und der Raum ist ein Besprechungsraum. Machen wir die 11 draus. Zack, einmal drücken und schon haben wir das übernommen. Jetzt haben wir das, den nächsten Raum. Hier haben wir eine Säule wieder drinnen. Dann sagen wir wieder, sagen wir mal, Säule. Mit Leisten versehen. Ich weiß es nicht, was man da schreiben kann. Und dann Boden säubern. Irgendwie sowas, okay? Wir nehmen hier die 12 dafür. Wir nennen das Konferenz. Keine Ahnung, was da der Unterschied ist zwischen Besprechung und Konferenz. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob das richtig geschrieben worden ist. Tja, so bin ich eben. Und dann haben wir jetzt wenigstens noch einen Aufenthaltsraum. Das ist die 13. Hier haben wir zwei Säulen. Die Säulen sollen entfernt abgeschraubt werden. Sollen, nicht sollen, sollen abschrauben. Ist jetzt ja an. Sollen, wissen wir aber noch nicht, ob wir es machen. Und die zweite Funktion, jetzt weiß ich nicht mehr, was das war, war das ein Teppich. Teppich reinigen. Gut. Wir machen hier wieder komische Nummern draus. Hauptsache, jetzt kommt irgendwas anderes rein. Ne? Und zack.
Wenn jetzt irgendwas da davon falsch wäre, dann kann man das einfach ganz schnell übertragen. Aber gut, das ist jetzt unsere Ausgangsposition. Ich mache einen Report, Subject, Raummengenliste, mache hier Doppelrechtsklick alles und jetzt sehe ich hier, was in den Räumen verlegt worden ist. Also ich habe erstmal die Grundfläche, den Umfang. Ich habe hier Säule 2 Stück, das sieht man hier in Rot. Ich habe die Länge 0, den Durchmesser 0,45, den Umfang 1,414, die Matte habe ich mit 0,25 auf 25 und das ist hat die Fläche von 0,063. Das rechne ich jetzt im Taschenrechner aus, weil das glaube ich irgendwie nicht. 0,25 mal 0,25 stimmt tatsächlich, ist 0,625. Okay, die 3 habe mich irritiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen, aber ist aufgerundet. Dann haben wir die Bodenfläche, ist Linoleum, 220,50 Quadratmeter. Haben wir auch hier oben stehen. Die Leiste, Sockelleiste, da könnte man das Material nur ändern, 20 Meter. Dann haben wir die Positionen, Position 1, Säulen abschrauben, Position 2, Teppich reinigen. Und das haben wir jetzt für jeden Raum. Da haben wir zum Beispiel die Säule wieder, eine. Da haben wir eine Schiene mit 1 Meter Länge. Und einen Türstopper haben wir 3 Stück, 1, 2, 3. Hier haben wir Säule, dort, 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 Türstopper, ein Stück, E-Deckel 3. Und das ist mein Ergebnis. Das ist meine Räumemengenermittlung mit den Subjects. Oh, ja, ha, wer braucht sowas? Wer braucht sowas? Oh, ich will noch das. Das muss ich nur ausbessern, dass das hier unterhalb von dem steht. Also, dass die in einer Reihe stehen. Sonst schaut das so komisch aus. Ja, schreibt es mal in die Kommentare, wie nützlich das für euch wäre, diese Mengenliste und diese Subjects. Und wie toll findet ihr den Namen Subject? Ich finde ihn mega. Gut, jetzt kommt die Endcard. Servus, ciao, ciao, euer Peter.